Es geht ums Stichwort Coworking. Bei mir sind Matthias und Marlina Gipp. Hallo. Ihr seid vom Office Point One. Vielleicht können Sie mir kurz erklären, was genau ist das eigentlich? Also vielleicht ganz kurz vorher, wir sind kein Familienunternehmen. Ich bin Geschäftsführer der Firma Team Situs, die sich seit langen Jahren mit der Entwicklung von Büroflächen beschäftigt. Und wir haben eben seit einigen Jahren das Konzept Office Point One entwickelt. Und wir vermieten in diesem Office Point One an den zwei verschiedenen Standorten, einmal an der Alster, einmal am Flughafen, einzelne Büros mit kurzen, flexiblen Vertragslaufzeiten. Also man kann sehr schnell einziehen, man kann sehr schnell wachsen, man kann aber auch sehr schnell wieder ausziehen. Das heißt, man hat keine langen Verpflichtungen und das Ganze in einem repräsentativen und professionellen Umfeld. Konferenzräume sind da, die man gemeinsam nutzt. Wir machen eine Netzwerkveranstaltung. Wir wollen, dass da niemand anonym ist in dem Office Point One. Wir machen regelmäßig ein Business-Frühstück, wo sich die Leute treffen, wo sie sich kennenlernen, wo sich Geschäfte entwickeln können. Und uns geht es ganz stark darum, dass das auch menschlich und persönlich stattfindet. Dass man nicht einfach in irgendein Büro einzieht und nicht weiß, was spielt sich da sonst ab. Also Sie sagten zwar gerade, es ist kein Familienunternehmen, aber es ist doch Vater und Tochter jetzt. Marlina, du arbeitest ja ab und zu, hast du erzählt, im Office Point One. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen da ganz viele fremde Leute in einem Raum miteinander oder wie läuft es ab? Das, was Sie jetzt angesprochen haben, das wäre das Coworking. Da können sich einzelne Firmen in einen Raum reinmieten. Das ist halt praktisch, wenn man nicht sehr viel telefoniert am Tag, sonst wird es ein bisschen wuselig, sondern eher still arbeitet. Und das ist dann aber eine schöne Chance, auch mal in einer kurzen Esspause, Mittagspause auch zu quatschen und sich auszutauschen. Es ist halt ein bisschen freundlicher und netter, als wenn man alleine im Büro sitzt. Also Sie können sich ein Einzelbüro mieten, aber auch einen Coworking-Platz oder sich mal stündlich da einen Raum zur Verfügung stellen lassen. Hat ja auch den Hintergrund des Networkings quasi, ne? Zusammenkommen, sich kennenlernen mit anderen Leuten aus der Branche. Ganz genau, dafür sind auch diese Business-Veranstaltungen, die wir einmal im Monat haben, diese Frühstücks zum Beispiel, ganz praktisch. Da können sich die Firmen dann austauschen, Ideen gemeinsam vielleicht entwickeln, was zusammenpasst, kooperieren. Das ist halt ganz praktisch. Das klingt sehr praktisch, ja. Ich bedanke mich für Ihre Informationen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch heute. Genau, danke schön.